Und weiter gehen wir. Ja, wie ich ja in der letzten Folge gesagt habe, wir werden denn jetzt einfach mal hochgehen, werden dann nochmal da in dieses Lagerabteil gehen und werden gucken, was hinter der Gittertür ist, weil jetzt habe ich ja noch einen Dietrich und kann ich auch. Oh, da ist noch ein Fall. Fehlt echt nur noch der Bogen. Ja, und dann können wir mal sehen, was dahinter ist. Ich bin richtig gespannt, was da jetzt ist. Ob das wirklich nur die eine Flasche ist, dann ist gut, dass ich die Dietriche anders nicht verbraucht habe. Tada! Und was haben wir da? Königsbier. Ich bin jetzt echt hier rein wegen scheiß Königsbier. Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh? Was war da? Er hat gerade irgendwas angezeigt. Oh, da, irgendwas. Wo bist du? Wenn ich dich drücken will. Wo ist denn das? Hier ist nix. Aber da muss irgendwas sein. Es muss da irgendwas sein. Ich will mich nicht töten. Hier muss irgendwo was sein. Ach komm schon, verarsch mich nicht. Nur weil ich nicht so blöd war, die E-Taste zu drücken in den Augenblick, oder? Ja, das ist echt fies, ne? Das ist so gemein. Da, pinkeln. Geil! Echt jetzt? Ohne Scheiß? Pinkeln. Nice. Der Pinkelsimulator. Oh, der hat aber nur kurz. Und der Strahl war auch nicht ordentlich. Ich glaube, du hast ein Problem mit der Blase. Und dein Alter könnte auch schon ein Problem mit der Prostata sein. Es tut mir leid, aber es ist vielleicht so. So, ich habe nichts für den Dingen gefunden. Jetzt werde ich mir selber mal den Gefallen tun und einfach mal ihm hier den Anhänger geben. Ich habe den Anhänger. Ich hab den Anhänger, Digga. Hier, hast du. Oh, hör doch mal auf, da rumzuwühlen. Quest abschließen. Hey, Caden, I'm back. I think I've been able to solve the mystery of the robbery and the pendant. Oh, really? Wow, that was fast. Okay, tell me. Did you get the key? I mean, the pendant. Ja, hier, nimm. Also, ich will ja das Schwert haben. Ich habe keine Ahnung, wofür für der Schlüssel ist. Yeah, here it is. It wasn't easy to get back. Good boy. I knew I could trust you from the first moment I saw you. By the way, did you have problems with Saras and Bedig? What happened to them? Beide tot. Saras lebt. Saras Würfelkästchen behalten. Saras Würfelkästchen geben. Bedig was dead. And Saras fought for his life until the last moment. I took this from his corpse as proof. Incredible work. Incredible. I have no words. You got the pendant back and you've killed the thieves. No doubt you have a great and promising future in the colony. Yeah, thank you. If you ever need a good friend in the old camp, come and see me or my nice cousin, Bully. We'll do what we can to help you. And now, take the sword. Your well-deserved prize. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit dem Schwert jetzt irgendwas passiert. Ich verbrenne die Pfoten oder so. Ne? Nice. Ein ordentliches Schwert. Sprich mit Jigo. Dann haben wir das ganze Ding auch abgeschlossen von der Sache her. Wir haben ein Schwertchen. Der arme Typ war. So. Hat sich ja jetzt erledigt. Wir haben ein Schwertchen und das ist gut. Das ist gut. Ich würde jetzt aber gerne den Typen noch an der Brücke behandeln. Wie mache ich das jetzt am besten? Also, er hatte ja gesagt, er braucht mehr. Ich habe jetzt echt viel Bären gesammelt und ich glaube, hier sind keine Bären. So, das hier sieht aus wie... Ja, irgendwas.
Ich will mich gar nicht mit den zwei da hinten anlegen. Die sind mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Ich gehe jetzt einfach nochmal zu den Verletzten und werde ihn einfach mal gucken, ob ich noch irgendwie anders behandeln kann. Ich habe einen Heiltrank, er will den bloß irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Und er steht schon wieder auf. Hey, you're back. I'm worse than I thought, actually. Did you find anything useful? Ne, also wie gesagt, liebe Entwickler. I don't know if there'll be enough. Denk darüber nach, wenn ich schon mal mit denen gesprochen habe, ob das nicht andere Sachen geben könnte. Obwohl, ich bin ja so ein kleiner YouTuber. Ich glaube, die werden dann darüber nie stolpern, dass ich das gemacht habe. Und wenn, dann freut mich das umso mehr. Aber naja, kein Zwang. So, Wanzenfleisch ist immer gut, immer gut. Wir haben jetzt noch die Mine vor uns und die gehen wir jetzt, bevor wir zu Diego gehen, gehen wir noch einmal in die Mine rein. Wir könnten ja eventuell da drin was finden. Wir haben keine Rezepte. Oh, wieso habe ich denn weniger? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Waffen, Rüstung, Trophäen, Verschiedenes. Also, Verbrauchsgegenstand. Dann nehmen wir noch mal eine. Ach, ich bin gestiegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Erfahrung gestiegen bin oder ob ich, weil ich was ausgerüstet habe. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geguckt. Aber da drüben scheint auch nicht viel zu sein, außer diese zwei. Gehen wir mal in die Mine rein. Speicheln natürlich vorher. Ah, das habe ich vermisst. Spiele, wo ich die ganze Zeit speichern kann. Ist das nicht genial? Wer freut sich denn nicht über sowas? Spiele, wo man speichern kann. So, Flasche aufnehmen. Und hier haben wir. It won't open just by looking at it. I'll need something for the lock. Oh. Oh. Also ich habe keinen Dietrich mehr, so wie es aussieht. Weil der Verbrauchsgüter müsste ja drin sein. Okay, ich habe keinen Dietrich. Aber. Schlüssel benötigt. Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Kann ich hier einen Schlüssel benutzen? Ich habe Dietriche. Berries Schlüssel. Laut Berries Notiz ist der Schlüssel wichtig, um Anhänger zu finden, den Caden haben will. So. Wäre jetzt die andere Sache der Schlüssel gewesen? Für diese Sache? Dieses Mysterium werden wir wohl nie herausfinden, es sei denn, ich spiele anderes mal noch anders. Also werden wir wieder raus. Ich hätte es vorher ausprobieren können. Also du, derjenige, der das schaut und sich bei Steam, muss man nur ein Gothic-Spiel besitzen und schon kannst du dir auch das Spiel runterladen und dann empfehle ich dir gleich, das auszuprobieren. Mach es anders, gebe den Schlüssel nicht sofort ab. Geh erst einmal gucken, was da ist, ob du da reinkommst. Es wäre sehr interessant zu wissen und dann hinterlässt du mir gerne einen Kommentar. Okay. Leben die oder leben die nicht? Ich glaube, die schlafen nur. Oh, da oben hängen auch welche. Deswegen warten die wahrscheinlich. Das Essen hängt noch im Baum. An der Mauer. So, also ich kann auch nichts basteln. Keine Sachen. Dann werde ich jetzt hier längs, werde dann hoch zu Diego, werde mit Diego ins alte Lager gehen, falls es überhaupt so weit geht. Da bin ich mal gespannt. Krähen, Krähen, hören sich gut an. Ein wenig habe ich jetzt so gerade so ein bisschen von Senua's Sacrifice, so ein bisschen so das Gefühl. Ich glaube, das war auch Unreal Engine, das Fliegen vielleicht. Hey, Diego, what are you doing, man? Schießt du Pfeile? Ja, also wenn du keine andere Sorgen hast und Verschwendung haben möchtest, ne? Wow. Diego, bist du ein harter Motherfucker, Alter. Gehst ja richtig ab. Ohne zu gucken, schießt da einfach mal einen Pfeil und trifft wahrscheinlich auch noch voll den Schwarz. Diego, Diego. Jetzt guckt er. Hi, Diego. Diego. Not bad, right?
Well, it's not the best sword I've ever seen, but it's much better than what you had before. At least you'll have a real chance of winning a fight with this one. Yep. Anyway, you've already found something to defend yourself with, and this meat is inedible. If it's all right with you, let's go to the old camp. So, ich könnte jetzt das Fleisch. Vielleicht. Warte, wir fragen erstmal wegen Caden nach. What do you think of Caden? He gave me the sword. He's not a bad guy, but he's a survivor. And he's been surviving for a long time. You should be wary of him. This sword has a price, and Caden knows it. Always bear in mind that, in the colony, decisions have consequences sooner or later. Oh. So, Caden haben wir durch. Wir können verlassen, dann kommen wir da wieder raus. Alright, let's go. Great. Follow me. Aber ich möchte gerne wissen, ob das Fleisch genießbar ist. Und ich würde gerne was vom Fleisch nehmen und ich würde gerne zu den, der da liegt. Benutze Lagerfeuer. Tja, super. So, Rookie, quite a show yesterday, eh? Okay, all of you stay where you are. Don't make me hurt you. Haha. Very funny. The scene was actually pretty comical, at least to me. That's because it wasn't you risking your neck. If I'd have had a good sword, the fight would have gone differently. Of course. Oh, ich habe gerade richtig hart Drops. Single-handedly defeats an army of nocturnal beasts. I had them right where I wanted them, but then you had to come along. By the way, where are we? It looks like a theater. It's actually an ancient temple that has seen different gods. You know, Inos, Adanos, and there you have him, Belia. It doesn't really matter anymore. If this is such an important zone, isn't it dangerous to have predators around here? Yes, and that's why we prefer to work during the day. The animals are starting to do stranger and stranger things at night. Why is that? I don't know. It might be the magic of the barrier, or because they've been trapped in the colony for so long. I see. Oh, da haben wir, glaube ich, noch Blaubeeren. So, läufst du, wenn ich laufe? Ich hoffe, die FPS-Drops sind nicht so hart gewesen. Even fewer sane. Out of the new arrivals, I believe just you. Even so, being the old camp's nanny is no easy task, as you saw for yourself. Well, you're pretty good at it. You look like you've been doing it all your life. No, Rookie. Before landing in this cesspool, I had a more comfortable life and a more interesting profession. Ja, entweder was Theaterspieler oder Tänzer. Look, there's the guard post for the trade route. Only two men guarding it. Yes, but what a pair. Especially Ori, he's a real character. Grouchy, loyal to the old camp, and a magnificent warrior. Whether it's with a sword or in a beer drinking contest. Witzig, ne? I swear no one came through here. We would have seen it. We hardly even had two beers yesterday. Of course, Ori, don't you worry. It happens to the best soldiers, although less to the sober ones. Schnell noch ein paar Sachen klauen hier, wenn wir schon auf dem Weg sind. Diego wartet ja nicht auf uns. Und die XP können wir immer gebrauchen. Auch wenn es nur 10 sind. Ist ja egal. Oha. Was haben wir denn hier? Öffne Truhe. Ist das Diebstahl? Okay, wir speichern schnell. Und dann gucken wir mal, ob es Diebstahl ist. Mein Arsch, ja? So. Gut. Ich hoffe, keine Waffe. Sonst wäre ich böse gewesen. Na? Mein Freund. So, hier ist nichts anderes mehr. Hier würden wir auch na. Was war das? Aufnahmewälder? Hm? Auf. Becher. Ah, hat einer einen Becher weggeschmissen. Ein Münzchen. Bisschen Erz. Das erinnert mich so ein wenig an den alten. Ja, die Spitzhacke nehmen wir auch mit, ist ja egal. Hier komme ich sowieso nicht rein gerade. Ja, ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall sind meine FPS ganz schön in den Keller gegangen. Und Diego ist weg.
Diego? Bist du oben? Oh, die Szene sieht mir echt bekannt vor aus. Also als wenn das der Weg wäre, den man damals laufen konnte. Aber ist die Kolonie vielleicht da oben? Ich weiß es. Diego! Diego! Oh, was ist das denn? Weitere Spielmechanik. Tiere mit Nahrung anlocken. Ah, ach so, das geht, ja? Nice, nice. Und dann? So, ich locke das Tier mit Nahrung an und kann denn was machen? Weglaufen. Wow. Oh, this is disgusting. Why do wolves eat this crap? Weiß nicht, aber Diego ist weg. So, hier müsste irgendwo sein, wenn da nicht nach oben irgendwas war. Oha, guckt euch das an. Da sind wir. Geiles. Kann ich da hoch noch? Ist hier noch irgendwas? Ziehe Hebel. Ich bin ein Freund von Hebelziehen. Ah. Also ich könnte jetzt da hochfahren. Und hier kann ich vielleicht runterfahren, ja? Und Diego hat sich verpisst. Gehen wir mal hoch. Ah, Entschuldigung, musste mal eben kurz einen Schluck Tee nehmen. So. Diego hat sich verzogen. Wir gehen jetzt nach oben und gucken einfach mal, was hier ist. Oh ja, toll, super. Jetzt weiß ich, warum er da nicht ist. Gut. Muss man ja aufwissen. Also da oben ist dann halt gefährlich. Da sind Dinos. Ja, und wie ich gehört habe, man hat dann halt die Questreihe. Und wenn man die Questreihe erfüllt hat, kann man noch selber noch irgendwie rumlaufen. In der Map. Und viele Areale auch noch irgendwie betreten. Wie ich gehört habe. Weil ich habe versucht, so wenig wie möglich zu sehen. Au, oh, da ist Diego. Du warst aber schnell. Ja. Ich habe nur ganz kurz woanders hingeguckt. Uha. Wer bist du denn? Blow? Blood? Bloodwin. Bloodwin. Hey, Bloodwin. Oh, hi, Bloodwin. I didn't expect to see you here. I thought Gomez was going to send Jackal. Nah. Jackal has to supervise the South Zone. So it's my turn to control the North access to the Exchange Zone. And who the hell is this? Another of your clumsy apprentices? I hope this one at least knows how to hold a sword. Yeah. I can defend myself better than you think. Trust me. Yeah, he's right. So far he's survived his first day, which is no mean feat. Anyway, are we going to the old camp now? No, Diego, I can't leave yet. I have to settle a debt with Drax in Radford as soon as possible. This new camp crap is really insistent, you know? Drax and Radford. Who are Drax and Radford? They are new camp hunters who normally work near the north gate of the old camp. And like good new camp scum, they can't be trusted. Yeah. They'll try to stab you in the back as soon as you turn around. Okay. So, was für Schulden hast du denn hier? An old camp soldier in debt to the new camp. Strange, isn't it? Watch your tongue. I'm an old camp guard, not one of your kindergarten friends. I don't have to give you any explanation. Yo. I need snapper meat and a wolf tusk, that's all. That was the agreement, and the sooner I fulfill it, the sooner I'll forget about them. Well, I think you got a mission, rookie. Wait, what? Don't worry, Bloodwin. He'll bring you what you owe. Are you kidding me? This guy could barely kill a cockroach. Hello, I'm here. Believe me, he has several hidden virtues. He only needs training.
That's all. Have you seen any wolves or snappers? Ja, ganz viele. Yeah. At the top, near the watchtower. I saw a wolf and around the area a snapper trying to catch some unsuspecting animal. What the hell is a snapper? You know, the snappers. You fought them last night. They're a little bigger than the scavengers. Don't worry, I'm sure you can handle them. Well, actually, the scavengers are the snappers' menu. Anyway, it'll be fun to see what you can do, kid. Bring me the snapper meat and the wolf's tusk, and we'll keep talking. Yeah, and we keep talking. Ja, dann werden wir auch mal das tun, wofür wir das Schwert ja geholt haben. Aber es ist halt einfach irgendwie ein bisschen kacke. Ich bin da ja echt kein Freund von. Ich möchte nicht sterben. Aber es hilft ja alles nichts. Gucken wir einfach mal erstmal hier. Den einen haben wir hier unten. Eventuell können wir ihn ja hier schon mal ein bisschen Scavenger. Oha. Okay. Okay, nice. Ich hab was getötet. Ich bin gut, ich hab was getötet. Wir haben Scavenger gerade, wir haben jetzt erstmal Fleisch und dann müssten wir noch einen Wölfi töten, ne? Hat er ja gesagt. Und die Pfeile kriege ich nicht. Okay, die sind was Besonderes. Gibt's nicht. So, jetzt bräuchte ich noch einen Wolfi. Hat er gesagt, Wolf ist oben. Können die Tiere ja anlocken und dann weglaufen. Ich glaube, so war das auch damit gemeint. Also, die irgendwo anlocken, wo. Schade. Habe mich gerade schon gefreut. Ja, ich komme da nicht raus. Doch. Jetzt. So, wir müssen nach oben. Das war ja jetzt nur ein Scavenger. Ich brauche den Snapper. Und ich brauche was zu essen, weil sonst sterbe ich. Schlüsselmagie, Verbrauchsgegenstände. Benutzen. Tada. Dann werden wir nach oben, werden den einen töten und hoffen, dass wir den Wolf auch gleich töten können. Warum stoppst du hier? Warum ist er langsam? Das macht er automatisch, also ich drücke da keinen Knopf. Tada. So, lauf mal ein Stück. Bist du irgendwie zu schwer? Ist irgendwas? Okay, weitere Spielmechaniken. Tiere nah. Ja, das hatten wir schon. Okay, steck wieder weg. Oh, this smells awful. How can they use this garbage to lure wolves? Okay. Snapper. Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Aber wir müssen ihn töten. Oha. Okay, wir müssen ein Stück zurück. Okay. Er weicht mir echt gut aus. Ein kleiner Drecksratter. Okay, ja, ist gut. Und zack, nee, war da nix. Genau das ist passiert, wovor ich Angst vor hatte. So, jetzt zischen wir uns mal schnell ein paar Blaubeeren rein. Königsbier. So. Wow, du bist ja ein fieses Vieh. Okay, die Ausdauer ist dann nicht.
So, dann gehen wir wieder zurück. Also wenn es grau ist, dann müssen wir ein Stück nach hinten gehen. So, da können wir einmal so einen kleinen Ausfallschritt machen. Dann dauert das halt richtig lange, bis man wieder voll ist. Aua. Böser, 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 fieser. Kann ich sie benutzen? Ja, kann ich machen, ohne mich zu vergiften. Wow, geil. Okay. Du kleines Scheißvieh. Ich möchte gerade wie bei Witcher feiern können. Na. Einen Schritt nach hinten. Ausdauer wieder auffallen lassen. Und jetzt gibt's geschnettetes Snapperfleisch. Oh, da hat er mir noch einen gegeben beim Fallen. So, wir haben ein Snapper. Snapperfleisch. Neuen Gegenstand erhalten. Etwas Fleisch, um Schulden zu begleichen. Quest verfolgen. Jipp, 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 jipp. Wir brauchen einen Wolfzahn. So, also ich kann wohl einen Wolf anlocken, wenn ich dieses Fleisch hinlege. Und das Fleisch ist verdorbenes Fleisch. Ausrüsten. E. Okay. So, jetzt gehen wir in die Tab-Taste und drücken das. Benutzen. Okay, ablegen. Zack. Ja? Gut. Und das soll jetzt sein, dass ich jetzt irgendwoher ein Wolf kommt, oder? Er hätte gesagt beim Turm. Eventuell ist ja hier der Turm und da oben vielleicht ein Wolf. It's closed. I'll need something to open it. Machen wir in der nächsten Folge weiter.